ja hier den Baum beschossen, oder? Nein. Ich hab oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben, aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Frau Holle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine drei Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Na. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Nö. Den behalte ich, bis wir drüben sind. Genau. Okay? Du misstrauischer Knabe. Wir sind ja nicht doof. Nun gut. Aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Ob der das mit dem Wünschen wohl ernst meinte? Dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Sieht ja schon mal kurios aus hier. Okay. Jo, dann erzähl mir mal was. Oder gib mir den Zauber. Einmal die Nummer 40b. Übergroßer grüner Hut. Na, das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempel. Setz Großfederchen den mal direkt auf. Mein Kleeblatt friert. Mein Sagen Sie mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Hammer. Da klebt mir Flügel an und nimm mich Waldfee. Junge, wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefen, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, Wünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Nee. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Und 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1.000 Comichefte oder 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich... Jetzt ist jetzt der Meister meines Fachs. Wäre ich so gerne beliebter bei allen. Für mich gerne. Na, wir fangen hier oben an. Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Na gut, so sei es denn. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Wie? Supi! Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Ganz genau. Drei Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann... Schön Gaswasser-Scheiße. Meine Ausbildung, ich wünsche mir, dass man mich mag. Ja, das hat man ja schon. Wir nehmen das jetzt. Wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung. Okidoki! Also bisher merke ich nichts. Also doch, es kitzelt ein klein wenig. Ey, cool! Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, die ich erlangt habe? Huch, was klingt mir da im Gesicht? Ein Schnurrbart, ganz wie die großen Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Aber ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt! Ja, Supi! Dieser Mückenlehrer! Ich würde erfolgreich werden, meine Worte zu wählen. Ich wünschte, ich würde mehr Erfolg haben. Ja, super. Warum zittert die Maus so? Kling, kling, kling. Ist ja kurios. Ja, was nehme ich denn jetzt? Mehr Erfolg haben? Ach, ich nehme das wieder. Ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Gesagt, getan. Dein dritter Wunsch. Mamma mia. Oho. Was haben Sie mit meinen Stimmen gemacht? Bei meinem Bart.
Was könnte erfolgreicher sein als ein schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent? Ja, genau. Diese Schnurrbarte juckt der ganze fürchterliche. Ich hab dich gewarnt. Das ist geil. Nimm einen Wunsch nie auf die leichte Schulter, sonst geht er ratzfatz nach hinten. Dann, ich tue alles. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich wieder normal. Willst du etwa einen O'Donnell bestechen? Mit seinem eigenen Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Unverschämter Schlingel! In Ordnung! Du mit deiner verdammten Liebenswürdigkeit! Oh, alles weg. Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst, Junge. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Ja. Lass mich endlich in Ruhe. Ja, supi. Huch, wo ist der jetzt schon wieder hin? Wo kriege ich den Zauber her? Achso, ne? Weiß ja nur jeder, wer damit gemeint war. Der Klempner mit dem Bart und dem italienischen Akzent. It's me, Mario. So, Wassertropfen haben wir ja nicht. Aber wir können ja reingehen. Was haben wir hier? Komisch. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Dann werden wir doch gleich testen. Da ist er ja. Ha. Komisch, ne? Entschuldigung? Bei St. Patrick? Was denn noch, du gieriges Ball? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Warum es nicht? Hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Klinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da brauchst du schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Was Glänzendes? Was denn Glänzendes? So, Zaroff mal wieder. Moment, wie ist das denn hierher gekommen? Das ist doch wieder dieser Zaroff. Mhm. Irgendwas scheint ja noch mit dem Spiel zu tun zu haben, dieser Zaroff. Weil der kommt verdammt oft vor. Halt, hier war noch was. Alte Flagge. Diese Flagge riecht nach Hund. Woher weiß ich das? Wir haben doch gar keinen Hund. Ist ja jetzt erstmal egal, oder? So, er möchte etwas Glänzendes. Haben wir irgendwas Glänzendes dabei? Ich denke, den Nagel wird er dir wiedergeben. Eine Trophäe. Können wir die ihm geben? Recht, der Hafen, aber nein, ich will doch nichts geschenkt haben. Was hat das denn für einen Sinn, wenn man Sachen mir nichts, dir nichts geschenkt bekommt? Ich will es, wenn schon, selbst finden. Bitte was? Selbst finden. Ja, super. Wo soll ich mir das verstecken? Mir scheint jetzt so, als ob der irgendwie geil da drauf ist, weil sonst hätte er irgendwas gesagt, oder? Toll. Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel. Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Oh nein, wo kam das denn jetzt her? Da kommt der Klempner durch. Haha. Ein Baum. Das Portal ist fest verschlossen. Aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann kümmern. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Okay, also zurück kommen wir auch nicht mehr. Das ist ja alles schon mal positiv. Was haben wir denn hier noch? Turmfenster. Das ist aber auch das... Hey, ich kann den schlecht gelaunten kleinen Kerl da drin sehen. Sonst haben wir nichts weiter. Vielleicht bin ich kein Archäologe. Aber dieser Turm sieht echt alt aus. Nur so ein bisschen. Mann!
Vielleicht den da verstecken wollen. Oh! Was erblicken meine müden Augen nach? Oh. Ist das Silber? Ja. Ein klitzekleines Silberbecherchen? Ja. Fliegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Nicht glänzend genug? Na, Sigi. Ja, wie kriegt man was glänzend? Indem man das sauber macht, würde ich mal sagen, oder? So, einfach ein bisschen polieren? Klar. Perfekt. Huch, die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Dann wollen super wir mal. Oh, was für schönes Wetter hier draußen. Ah, die Waldmeister-Limonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ich habe ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Wie unauffällig. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel Würm. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmet kommt heim. Hä? Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Ja. Was soll denn der Scheiß jetzt? Mann! Jedenfalls haben wir ja schon mal einen Regenbogen. Verregnete grüne Insel, ist das Irland? Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz so schlecht wäre der rote Pinguin Kratzepulli jetzt doch nicht. Doch, so, hier. So, gehen wir mal in den Turm. Vielleicht kommen wir da jetzt irgendwie. Oh, da liegt was. Gib mir die Maus. Schnell. Oh nein, wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg. Und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich. Wow, die Farben. Er sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Ja, berühr mal. Das kannst du. Das musst du. Berühre ihn. Der muss man auch alles sagen. Yeah! Nummer 2. Ich habe einen Zauber gelernt. Lalalala. Grünwuchs. Okay. Ich dachte, sie wäre nur eine optische Illusion. Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Yes. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. Wow. Diese Hand wasche ich nie wieder. Kehre zurück zum Portal. Da du den Zauber dieses Ortes erlernt hast, steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich. Aber beeil dich. Was liegt denn da? Noch so eine Karte. Ja, die wollte ich ja vorhin schon nehmen. Ob der Grünhut die verloren hat? Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Ein Mops. Seltsam. Aber ich erinnere mich gar nicht daran. Komisch. Hm. Wer weiß, wer weiß. Kann ich mit dem Regenbogen erstmal auch was machen? Sie wäre nur eine Ob... Wow. Ja, ja. Gut. Also können wir jetzt, glaube ich, wieder zurück. Yes. Haben wir den zweiten Zauber. Wow. Und das innerhalb von einer Stunde. Ey, ich bin so gut. Wiedersehen, regnerische grüne Landschaft. Tschüss. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermessen. Wenn der nicht quatschen kann. Hier ist es immer noch nach. Hm. Und jetzt? Ja,
weiter. Ja. Oh. Mal jetzt. Das liegt ja sicher mir. Irgendwas ist da ein Fehler drin. Was war denn das für ein Geräusch? Jerry, bist du das? Wer ist das? Ich glaube ja immer noch, dass das sein Vater ist. Wer war das denn? Hat er meinen Namen gerufen? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Und der ist wo? Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? Das klingt gefährlich. Durch die Felder. Da ist doch dieses grüne Feuer immer. Das, was hier vor war. Ich weiß nicht, ob es eine Filmsequenz war, wie dieser komische da wieder diesen Nagel einschlägt. Keine Ahnung. Ich hab genau das gleiche gesehen wie ihr. Und ja. Also falls es da wirklich eine Filmsequenz geben sollen sollte, tut es mir wahnsinnig leid. Aber ich kann es leider nicht ändern. So, auf dem Feld, ne? Gibt es eine Kreatur, irgendwie, irgendwas, hast du gesehen. Wie bin ich jetzt zu den Feldern gekommen? Das ging doch einfach, wenn ich, hier sind wir noch, Party. Und komischerweise kommen die Nägel nur, wenn wir einen Zauber lernen, ne? Jedes Mal, wenn wir einen Zauber gelernt haben, kommen diese Nägel wieder. Also müssen wir eigentlich bloß aufhören, Zauber zu lernen. Finde ich. So, gehen wir mal zum Feld. Können wir da irgendwas durch die Münzen sehen? Sterne, Himmel.